Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Talk. Heute mal mit einer kleinen, ja, mit einem kleinen Gwent Talk über die nächste Gwent Roadmap. Viele werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass Pavel Burja gesagt hat, Anfang Dezember kriegen wir für Gwent eine neue Roadmap präsentiert. Und eine Roadmap, ich höre jetzt auf, dieses Wort zu sagen, zeigt im Prinzip immer, was an Gwent-Content nächstes Jahr in dieses Spiel reinkommen soll. Das heißt, eigentlich, was wird es für Updates geben, was wird es vielleicht für neue Sachen geben, was ist so alles ein bisschen geplant. Sie werden natürlich nicht auf alles eingehen. Es gibt immer mal wieder Sachen, die kommen dann vielleicht in Patches, woran sie vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Aber das sind dann immer diese kleinen Überraschungen. Aber im Großen und Ganzen gibt uns immer so ein Livestream oder so ein Video von der Roadmap das, was wir im nächsten Jahr von Gwent erwarten können. Und meine Erwartungen an Gwent sind fürs nächste Jahr relativ hoch. Nun, Gwent ist, und wir haben, viele haben es wahrscheinlich auch schon gesehen, CD Projekt Red hat für das dritte Quartal jetzt ihre Einkommen sozusagen ein bisschen offengelegt, was sie ausgegeben haben, was sie eingenommen haben. Und tatsächlich ist Gwent jetzt, dadurch, dass es auf iOS ist, ziemlich gut in den Verkaufszahlen, sage ich mal, ein bisschen gestiegen. Allgemein 68% der Einnahmen von Gwent kommen halt durch iOS-Spieler, weil da auch wahrscheinlich sehr viele neue hinzugekommen sind. Vielen Dank, dass ihr das Spiel ein bisschen unterstützt. 24% kommen von PC und 4% kommen von Konsole, irgendwie so war das. Aber ja, iOS hat im Spiel tatsächlich ziemlich gut getan. Und ich hoffe natürlich, dass Gwent auch in naher Zukunft immer mal weiter wieder so ein bisschen Geld verdient, dass das Einkommen steigt. Denn eigentlich hoffe ich, dass die Entwickler mehr Arbeitskräfte in dieses Spiel vielleicht reinstecken, dass Gwent allgemein größer werden könnte. Momentan gibt es ein paar Probleme mit Gwent, die werde ich ansprechen. Viele dieser Dinge, die ich aber anspreche, sind für die Leute, die gerade für iOS hinzugekommen sind, nicht wirklich relevant. Also gerade jetzt Neueinsteiger werden mit diesem Problem wenig anfangen können. Die Probleme sind eher so für die alten Hasen. Ich persönlich spiele Gwent eigentlich schon seit der Closed Beta. Das heißt, seitdem ich es 2016 so gesehen habe, habe ich Gwent gespielt, Closed Beta, Open Beta, den legendären Midwinter-Patch, der jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre alt ist. Wir hatten die ganze Dürrephase bis Homecoming, dann hatten wir Homecoming und jetzt schon die ersten 3 Erweiterungen von Gwent. Da kommt natürlich eine Menge zusammen. Und wenn man ein Spiel wirklich so lange spielt, hat man vielleicht mehr ein kritisches Auge als viele andere. Aber wenn man auch ein Spiel wirklich so lange spielt und es immer noch wirklich gerne spielt, dann heißt es natürlich auch, dass man irgendwie Gefallen an diesem Spiel gefunden hat. Und natürlich eigentlich nur das Beste fürs Spiel möchte, auch wenn man meistens sich kritischer äußert. Ne? Also viele werden sagen, ist vielleicht ein bisschen manchmal zu kritisch, aber im Großen und Ganzen, wenn mir das Spiel einfach keinen Spaß mehr machen würde, würde ich es dann immer noch spielen. Aber ja, ich möchte mich so mal ein bisschen über die Erwartungen haben, was sie uns präsentieren können, vielleicht auch tun sollten. Darüber möchte ich ganz gerne reden. Wir werden das Ganze in verschiedene Teile einteilen. Wir werden ein bisschen über den E-Sports reden, über Erweiterungen reden und ich werde tatsächlich ein bisschen über noch andere Dinge reden, die ich halt ein bisschen mehr hoffe, dass sie kommen, aber vielleicht nicht ins Spiel reinkommen werden. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal tatsächlich mit der Gwent Masters Season an. Momentan sind wir noch in der Gwent Masters Season 1 und momentan ist nicht wirklich viel los. Momentan, das ist das dritte Mal momentan, aktuell habe ich das Wort geändert. Ja? Kleiner Tipp für Bewerbungsgespräche. Jetzt bin ich stehen geblieben. Aktuell ist es tatsächlich so, dass die Meta in Gwent ziemlich gut ist. Jede Fraktion hat ein Deck, was sehr gut mithalten kann. Es hat natürlich gegenüber manchen Fraktionen Decks Schwächen, gegenüber anderen Fraktionen Decks hat es eine Stärke, aber es gibt keine Fraktion, die wirklich momentan sehr hinten ansteht. Das heißt, aktuell ist es wirklich eine der besten Gwent-Patches, die es jemals gab, meiner Meinung nach. Und ich habe schon viele erlebt, ne? In Homecoming, sage ich jetzt mal, weil ich beziehe mich jetzt nicht auf die Beta-Patches. Da war das Spiel wirklich komplett anders. Das Traurige ist leider, dass dieser Patch nicht wirklich für ausgeschöpft wird. Denn Gwent Masters läuft jetzt schon seit der Open Beta und momentan warten wir einfach nur noch auf dieses Finale, auf das Gwent Masters Endturnier, was Ende nächsten Jahres kommen soll. Das heißt, aktuell gibt es im Ranglistenmodus bis auf die Top 200er Titel keine besonderen Anreize wirklich zu spielen. Viele Leute finden nicht wirklich einen Anreiz zu spielen, es lohnt sich nicht. Es ist alles einfach in den oberen Rängen so ein bisschen
C, sage ich mal. Es gibt wirklich keinen Grund, jetzt auf Top 1 zu pushen, es sei denn, man möchte der Welt sich so ein bisschen zeigen. Deswegen tun es auch einfach viele nicht mehr. Das heißt, dieser ganze Competitive Esports ist dadurch momentan für mich so ein bisschen zum Stocken gekommen. Ich habe in der letzten Zeit immer gemerkt, dass es Leute auf der Pro-Ladder gibt, die da vielleicht sogar gar nicht hingehören, weil sie noch sehr grobe Spielfehler machen, aber die trotzdem sehr häufig drauf sind und nicht draufhalten können, weil einfach Leute, die vielleicht sich für diese ganze Master-Serie anmelden möchten, die wirklich sehr kompetitiv spielen wollen, gar nicht den Anreiz haben zu spielen, weil es gibt momentan einfach wirklich nichts Tolles Neues. Ne? Und im Vergleich zu den letzten Patches, wo wir halt eine schlimmere Meta haben, wir erinnern uns noch alle an diese Folter Sigismund-Dijkstra-Zeit, oder als man sehr viele Kopfgelder setzen konnte, oder als Artefakt-Decks Anfang Homecoming extrem stark waren, finde ich das wirklich schade. Weil Iron Judgment ist momentan von den ganzen Erweiterungen her einfach meine Lieblingserweiterung. Wir haben schöne neue Sachen bekommen, wir haben gutes Balancing bekommen, aber diese Erweiterung fühlt sich auch leider so ein bisschen an, als wenn sie komplett irrelevant ist, weil es passiert einfach zwischendurch nichts. Wir haben keine Turniere, wir haben nichts, ne? Das heißt, die Leute, die jetzt nicht neu angefangen haben, die immer noch sagen, okay, ich kann immer noch Gwen spielen, so, ich komme jetzt bis Rang 0 und halte mich dann auf Rang 0 so und bleib dann halt oben, komme so weit hoch, wie ich will oder ich entdecke einfach nur das Spiel für mich. Für die Leute, die wirklich schon tatsächlich ein bisschen länger spielen, gibt es momentan einfach nicht wirklich einen großen Anreiz. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie ein bisschen auf dieses ganze E-Sports eingehen. Der letzte Gwen Challenger, der Monster Challenger, war von den Zuschauerzahlen nicht wirklich sehr dominant. Er war sogar eigentlich im Vergleich zum letzten Challenger sehr, oder fast die Hälfte, glaube ich, nur an Zuschauern. Und auch beim Challenger wurde sich diesmal nicht so viel Mühe gegeben, denn normalerweise wurde sich immer eine gute Location ausgesucht, da wurde in dieser Location was aufgebaut, so ein bisschen Stimmung gemacht für die einzelne Fraktion, ein bisschen Statisten angeheuert, dass die da rumlaufen. Dieses Jahr bei Monster Challenger haben wir tatsächlich nicht wirklich so viel gesehen. Es wurde intern im CD Projekt Red halt Bereich abgehalten in ihrem Büro, was ich ein bisschen schade fand. Es gab nichts Neues. Das heißt, auch so dieser Eindruck auf den Challenger hat so für mich gemacht, dass es so ein bisschen, wir wollen das Ding jetzt einfach noch schnell zu Ende bringen. Wir haben Pläne für Season 2, die wollen wir vielleicht umsetzen. Wir wollen eine komplett neue Season starten. Das ist das, was ich mir so ein bisschen mehr wünschen würde. Ich würde wirklich tatsächlich viel mehr Turniere sehen wollen. Öffentliche Turniere. Es gibt tatsächlich da draußen eine Menge Turniere. Das Problem ist, das meiste sind wirklich Community-Turniere. Da zuzuschauen oder das irgendwie so abzuhandeln, ist für mich sehr schwer, weil da muss man halt gewissen Leuten zugucken und manche streamen das gar nicht. Ich würde mir tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Turniere von CD Projekt Red wünschen, aber das wird natürlich ein bisschen schwer, weil das Interesse muss auch da sein für die Leute. Ich würde mir allgemein eine kürzere Masters-Season wünschen. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass das Ganze in einem Jahr abgehakt ist, dass man wirklich so in einem Jahr jeden Monat ein Turnier hat, dass man halt auch wirklich durchgängig diesen Content hat. Aber das wird vielleicht ein bisschen schwer zu machen wegen den ganzen Hotfixes und allem weiteren. Ne? Ich würde mir trotzdem wünschen, dass für die nächste Gwent Masters Season, also für Season 2, sie wird angekündigt, es gibt mehr Turniere, es gibt mehr öffentliche Turniere, die man auch so recasten kann oder sich gemeinsam angucken kann. Es gibt mehr Möglichkeiten für Spieler reinzukommen als nur das Ranglistensystem. Das Ranglistensystem ist relativ toll. Das Problem ist, es gibt Leute, die spielen auf der Rangliste im Monat 1000 Spiele. Ich hätte nicht mal die Zeit, 1000 Spiele zu spielen. Momentan stagniere ich halt nur, dass ich meine 25 Muss-Spiele für jede Fraktion hinkriege. Das war es dann aber auch für mich. Klar, ich könnte mehr spielen, aber vielleicht für mich mehr als 400, 500 Spiele sind auch nicht drin. Das heißt, dieses Ranglistensystem supportet momentan die, die wirklich extrem Zeit in dieses Spiel reinwerfen können, die es riskieren können. Ne? Und das finde ich auch immer wieder so ein bisschen schade, weil es gibt da draußen vielleicht noch bessere Spieler, die einfach nicht die Zeit haben. Das heißt, ich würde mir wirklich mehr externe Möglichkeiten wünschen, auch noch in diese Turniere reinzukommen. Nicht nur durch das Ranglistensystem ins Open, in den Challenger und dann in den Masters, sondern da sollte mehr passieren. Und ja, das sind so die Dinge, die ich mir tatsächlich für Gwent Masters wünsche. Ich bin persönlich kein E-Sports-Spieler. Es ist mir auch vielleicht ein bisschen zu anstrengend. Ich weiß, dass wenn ich es machen würde, ich müsste viel mehr Spiele spielen. Und ich glaube, ich hätte schon viel früher die Lust vielleicht mal an Gwent verloren. Aber ja, momentan gibt es leider nichts wirklich Tolles, weshalb es sich wirklich lohnt, für alte Hasen in Gwent einzulocken und zu sagen, ich probiere es doch nochmal irgendwie in der Rangliste hochzukommen. So momentan dieses Feuer, was früher mal gelodert hat, dass es noch Kronpunkte gab,
Das ist einfach weg. Und das finde ich momentan tatsächlich ein bisschen schade. Wie gesagt, kürzere Seasons, mehr Einstiegsmöglichkeiten. Ich will mehr Support für so ein Gwent Esports, weil ich glaube, Gwent Esports könnte sehr, sehr, sehr interessant werden. Ist halt nur ein bisschen abzuwarten. Ist ja natürlich auch mal die Frage, wie viele Zuschauerzahlen es dafür auf Twitch gibt. Aber ja. Kommen wir zum zweiten Teil. Was gibt es noch, worüber wir reden möchten? Und zwar, ich möchte persönlich ein bisschen über die Erweiterung reden. Wir hatten letztes Jahr eine Erweiterung angekündigt bekommen, die bald kommen sollte. Sie haben aber noch gesagt, dass sie dieses Jahr immer wieder Erweiterungen rausbringen. Wir haben jetzt insgesamt 3 Stück erhalten. Von den Erweiterungen waren sogar relativ gute dabei. Ich kann mich eigentlich bei keiner richtig, richtig, wirklich beschweren, weil alle haben irgendwas Tolles, Neues gebracht. Klar, Novigrad hat vielleicht nur eine Fraktion gebracht, aber dafür haben wir jetzt dauerhaft eine Fraktion mehr. Und Iron Judgment gefällt mir wirklich momentan richtig gut so von dem ganzen Meta-Feeling her. Was würde ich mir für Erweiterungen wünschen? Eigentlich, dass das nächste Jahr so wie dieses wird. Ich will nicht mehr als vielleicht 3 bis 4 Erweiterungen in dem nächsten Jahr erwarten. Ne? Ich weiß, das kostet immer eine Menge Arbeit, auch so Karten zu machen. Ich würde mir tatsächlich nur für die Erweiterung erwünschen, dass sie... Ja, was würde ich mir für Erweiterungen wünschen? Was ist das, was ich in den Erweiterungen kommendes Jahr sehen will? Ich würde tatsächlich ganz gerne vielleicht neue Anführerfähigkeiten mal haben. Das ist so ein Ding. Mir gefallen nämlich ein paar andere alte Anführerfähigkeiten momentan nicht so toll. Einfach weil sie sehr stark sind und sehr häufig gespielt werden. Das ist vielleicht so ein kleines Manko. Ne? Es gibt Fraktionen, da kann man locker 4 Anführerfähigkeiten sehr gut spielen. Es gibt aber auch eine Fraktion, da sticht halt eine Anführerfähigkeit über die anderen hinüber. Und das heißt, man sieht zu 80% der Fällen diese eine Anführerfähigkeit. Das heißt, ich würde mir tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr neue Anführerfähigkeiten wünschen. Die alten so ein bisschen rauspacken. Neue Anführerskins würde ich mir wünschen. Und ich würde mir tatsächlich vielleicht neue Kartenmechaniken wünschen, die vielleicht auch mal einen neuen Spielstil erlauben. Ich weiß gar nicht, was ich zur Erweiterung noch sagen soll. Im Prinzip, jede Erweiterung war bis jetzt gut. Das ist so ein Thema, da haben sie eigentlich nichts falsch gemacht. Ich hoffe, es kommen Erweiterungen. Ich hoffe, es kommen gute Erweiterungen. Ich hoffe, die Artworks sehen auch richtig toll aus. Also von daher kann ich zur Erweiterung eigentlich nicht sehr viel sagen. Das Ganze, was ich auch gesagt habe, was wünscht ihr euch für Erweiterungen? Was sollte in einer Erweiterung für euch vorkommen an Karten, an Mechaniken, an Anführerfähigkeiten, an Anführerskins, dass ihr sagt, ihr hättet wieder, oder das könnte man wirklich besser machen. Ne? Bei mir persönlich würde nichts einfallen. Ich war eigentlich mit den Erweiterungen immer relativ zufrieden. Ich hoffe nur, dass sie wirklich für das nächste Jahr diesen Pace weiterhalten können. Ich würde mir zwischendurch vielleicht immer mal wieder so ein paar kleinere Änderungen wünschen. Nicht, dass die stärkeren Karten zu hart genervt werden, aber ich würde tatsächlich ganz gerne mal Bass für schwächere Karten sehen. Das ist nämlich jetzt, finde ich, am Ende dieses Jahres ein bisschen immer zu kurz gekommen, dass wenn sie sagen, sie patchen irgendwas, dass das halt zu lange auf sich gewartet hat oder wir jetzt auch, weil es momentan einfach so gut passt, sie gesagt haben, vielleicht ändern wir einfach mal nichts, vielleicht gibt es da und da einen kleinen Nerf, aber momentan ist es einfach gut, wir fassen das Spiel jetzt lieber nicht an. Das würde ich mir vielleicht noch so ein bisschen wünschen, dass die Meta auch während diesen Erweiterungen immer ein bisschen frischer bleibt, dass man da wirklich immer mal so kleinere Patches hat, dass man vielleicht einfach Karten, die so gut wie gar nicht gespielt werden, immer mal wieder so ein bisschen gebufft werden von den einzelnen Fraktionen, dass man die vielleicht wieder ein bisschen häufiger sehen könnte. Aber ja, das ist zu einer Erweiterung. Letzter Punkt. Was würde ich mir persönlich nächstes Jahr für Gwent wünschen? Was würde ich erwarten wollen, was in dieses Spiel reinkommt? Und wir haben über das Ranking schon geredet. Wir haben über die Erweiterung geredet. Es gibt allerdings momentan ein ganz großes Ding, was mich an Gwent stört. Und das ist, es gibt nicht wirklich viele gute Spielmodi. Wir haben einen Seasonal-Modus. Der geht immer einen kompletten Monat. Das heißt, wir spielen diesen Seasonal-Modus und der wird den ganzen Monat sich nicht ändern. Das heißt, für ein paar Spiele ist der wirklich gut. Wenn der Modus richtig Spaß macht, dann wird man diesen Modus natürlich noch weiterspielen. Wenn dieser Modus aber irgendwie total langweilig ist und nichts Innovatives hat oder sehr nervige Mechaniken, dann wird man ihn so gut wie gar nicht mehr anfassen. Wir haben Rangliste und Casual, das sind einfach ganz normale Spielmodi. Training ist momentan auch nichts wirklich, was man wirklich sehr häufig spielt. Und das ist das große Problem. Dann gibt es noch die Arena.
Arena funktioniert in Gwent nicht so gut, wie sie vielleicht in anderen Kartenspielen funktioniert. Der Grund ist, weil wir haben kein Mana-System. Wenn man eine Karte sieht, wird man immer automatisch die stärkste Karte picken. Man kann natürlich immer noch so ein bisschen auf Synergien raufarbeiten, man wird aber immer die stärkste Karte nehmen. Das heißt, wenn man also gegen einen Gegner spielt, der die ganze Zeit Karten angeboten hat, die über 10 Provisionen liegen, dann hat man höchstwahrscheinlich verloren, es sei denn, er hat wirklich die schlechtesten Karten genommen, die gar nicht für sein Deck funktionieren. Das ist das Problem in der Arena. Arena funktioniert leider in Gwent nicht so gut wie in anderen Modi. Ne? Wir haben in Magic den Draft-Modus, der ist wesentlich besser, einfach weil wir auch dieses Mana-System haben und man nicht nur immer die stärksten Einheiten picken kann. Selbst in Hearthstone muss man immer auf so eine Mana-Curve achten, weil man kann nicht nur die teuren Mana-Karten nehmen, weil dann hat man am Anfang nichts und wird am Anfang ganz schnell rausfliegen. Das ist das Riesenproblem. In Gwent gibt es dieses Problem nicht. Das heißt, persönlich, ich finde Arena in Gwent ein Ticken langweiliger, langweiligerer Spielmodus als vielleicht in anderen Kartenspielen. Das ist aber auch das große Problem. Es gibt einfach sonst nichts. Wir haben den Seasonal, die Arena und Casual Rangliste. Wir haben momentan 4 Spielmodi und das ist persönlich für mich ein bisschen zu wenig. Ich würde mir tatsächlich mehr Möglichkeiten wünschen, Gwent zu spielen. Und das kann ja natürlich jetzt ein bisschen tricky sein, weil Gwent ist halt ein Kartenspiel, das spielt sich im Vergleich zu jedem anderen Kartenspiel komplett anders. Ne? Es hat mehr so ein Chess-like Feeling. Würde man einen Draft-Modus einbauen? Würde ein Draft-Modus funktionieren? Könnte es vielleicht, ne? Aber wir haben natürlich auch immer nur diese eine Fraktion, die wir spielen. Also ist Draft-Modus ähnlich wie Arena vielleicht auch nicht das Beste. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir vielleicht so einen kleinen Modus wünschen, wo man seine eigenen Turniere machen kann. Das würde vielleicht Community-Turnieren auch nochmal einen großen Sprung nach vorne geben. Haben sie aber schon gesagt, dass sie das wahrscheinlich erst sehr spät bis gar nicht reinbringen wollen, was ich sehr schade finde, weil Gwent hat immer damit geprahlt, dass es halt eSports-technisch halt eines der Kartenspieler da draußen werden sollen. Einfach, weil man halt wirklich mehr überlegen muss, weil es gibt weniger RNG in diesem Spiel, weniger Zufallsmöglichkeiten. Das heißt, Gwent ist im Prinzip so auf diesen eSports ausgelegt, weshalb auch der eSports allgemein ein ziemlich großes Problem für Gwent ist, wenn es halt wirklich so stagniert. Aber ja, ich würde mir vielleicht so einen Turniermodus wünschen. Ich würde mir vielleicht einen Story-Modus wünschen, dass man mit jeder Erweiterung eine kleine Story erzählen kann. Aber sind wir auch mal da ehrlich, das kostet immens Aufwand, immer so eine kleine Story in ein Spiel reinzubringen, die wirklich auch eine sehr gute Geschichte erzählt. Ne? Ich finde tatsächlich in Hearthstone, die haben so einen kleinen Story-Modus, da ist die Story eher so nebensächlich, aber man hat einen dauerhaften Spielmodus, wo man wirklich immer andere Möglichkeiten hat, gegen Gegner zu spielen, wo man sich so halt spielt, man baut sich sein Deck auf, wird das Deck immer stärker, halt einfach diese Endlos-Modi, die damals in Hearthstone hinzugekommen sind, ist persönlich auch so ein Spielmodus, wo ich sage, okay, der wäre vielleicht sowas für Gwent, weil sowas könnte man häufiger spielen. Einfach so ein Modus mit einem Wiederspielwert, der vielleicht auch nicht unbedingt gegen andere Spieler ist, sondern gegen irgendwelche bestimmten Bosse oder so. Ne? Dass man so eine Story hat und wenn man die fertig hat, dass man sich dann halt einfach einen Starterdeck schnappt mit ein paar gewissen Karten, man muss gegnerische Monster besiegen, sucht sich dann immer ein paar Karten für sein Deck aus, packt ihn in sein Deck rein und dann baut man sich so immer sein Deck, während man immer gegen härtere Monster antritt. Im Prinzip sowas, so einen Story-Endlos-Spielmodus, das ist persönlich irgendwas, das würde ich ganz gerne in Gwent sehen, gerade einen Story-Modus. Ich weiß, es ist schwer umzusetzen, aber sind wir mal ehrlich, wenn CD Projekt Red eines kann, dann ist es wirklich eine gute Story erzählen. Das haben wir auch in Thronebreaker gelernt. Ist ein Spiel, was sich nicht wirklich toll verkauft hat. Aber ich glaube wirklich, sowas in Gwent selber reinzubringen, wäre vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Thronebreaker ist leider ein bisschen gefloppt, auch von den Verkaufszahlen her, ist nicht so ganz gut angekommen. Aber ich denke mal, wenn man wirklich so ein bisschen ein Deckbausystem in einen immer stärkeren Boss-Modus packen würde, würde es vielleicht auch in Gwent funktionieren. Gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, muss jetzt nicht genau das sein, aber das ist tatsächlich auch sowas, was ich mir in Gwent wünschen würde. Andere Möglichkeiten, was könnte man noch spielen? Auto-Chess-Battler, bam, nein. man könnte auch ein Gwent-Auto-Chess reinfügen, ne? So wie es in Hearthstone jetzt der Fall ist. Ist tatsächlich vielleicht auch ein ganz lustiger Spielmodus, ist aber vielleicht auch nicht für Gwent genau das Optimale, ne? Wie gesagt. Ich würde mir tatsächlich auf jeden Fall für nächstes Jahr, was muss nächstes Jahr kommen? Und das ist meine Top-Priorität. Wir brauchen nächstes Jahr einfach einen neuen Spielmodus, den man wirklich gut spielen kann, wo man vielleicht auch ein paar andere Leute mit einbeziehen kann,
wo man aber auf jeden Fall Spaß hat. Ne? Wir brauchen was anderes als einfach nur die ganze Zeit Rangliste oder Arena. Wir brauchen wirklich mal was Neues, was Frisches, was irgendwie ein bisschen Dynamik reinbringt, wo nicht jeder Durchlauf dasselbe ist. Ne? So ein Roguelike, irgendwas. Aber wir brauchen auf jeden Fall in diesem Spiel einen neuen Spielmodus. Das ist für mich persönlich das Wichtigste. Erweiterung, sage ich nichts, haben sie gut gemacht. E-Sport, persönlich mich fürs Spielen interessiert es halt wie gesagt nicht so. Aber das ist etwas, das könnte man halt dann auch wirklich im Stream spielen und könnte es stundenlang spielen. Oder ja, wir brauchen halt einfach mehr fesselnde Spielmodi in Gwent selber. Das ist eines der größten Mankos, die ich wirklich tatsächlich momentan mit dem Spiel habe. Ich mag Gwent wirklich zu spielen, aber momentan einfach nur reinlocken und einfach nur Rangliste spielen, ist nach 3 Jahren auch irgendwie für mich langweilig geworden, dann nach ein paar gewissen Anzahl von Spielen. Ne? Also wenn ich jetzt so 4-5 Stunden spielen müsste, dann wird es für mich langweilig werden. Ne? Das heißt, ich könnte vielleicht nicht länger als 4-5 Stunden Gwent am Tag spielen. Jetzt sagt der eine oder andere, boah, 4-5 Stunden, ich wäre immer froh, wenn ich überhaupt so lange Gwent spielen könnte. Aber ihr versteht, was ich meine. Es müsste vielleicht wirklich mal ein bisschen Abwechslung kommen. Die Frage ist, ob sie da was präsentieren. Und selbst wenn es nur so ein kleiner Turniermodus ist, wo man sich auch vielleicht anmelden kann und wenn die Liste voll ist, dann kann man gegen andere Leute spielen, so. Hat dauerhaft so gegen andere Leute einen kleinen Turniermodus und dann hat man immer so einen Gewinner, ne. Einfach wirklich, wir brauchen einen weiteren Spielmodus in Gwent. Das ist das, was ich nächstes Jahr sehen will. Das habe ich jetzt schon zum 2. oder 3. Mal gesagt, ist aber auch egal. Das sind so ein bisschen meine Erwartungen an das kommende Jahr, an 2020, wie es mit Gwent weitergehen soll. Bis jetzt, ich muss wirklich sagen, im Blick auf das letzte Jahr, das Spiel hat sich wirklich nur verbessert. Wir haben neue Sachen hinzubekommen. Wir haben Änderungen bekommen, die dem Spiel eigentlich wirklich nur auf lange Sicht her gut getan haben. Änderungen wie die Anführerfähigkeiten von den Anführern trennen, dass der Anführer jetzt im Prinzip nur noch ein Skin ist, den man sich immer auswählen kann. Das war eine der tollsten Änderungen. Wir hatten, das war aber schon Ende letzten Jahres, oder wir hatten die große Mulligan-Änderung, dass man wirklich eine feste Anzahl an Mulligans hat und die Anführer bestimmen halt so die Provision mit für das Deck. Alles super gemacht. Im Allgemeinen, im letzten Jahr hat sich Gwent super weiterentwickelt. Aber jetzt brauchen wir halt wirklich Dinge, die es uns erlauben, diese tollen Änderungen auch irgendwie in die Tat umsetzen zu können. Und das ist das, was ich mir für das nächste Jahr wünsche. Okay, das war wieder so ein langes Redevideo. Viel Gelaber um nichts. Was wünscht ihr euch für Gwent? Ja, das geht mehr an die alten Hasen, weil ich glaube, die Neueinsteiger haben wirklich noch eine ganze Menge zu tun. Da gibt es wirklich noch eine ganze Menge zu entdecken. Aber was wünschen sich die alten Hasen mit Gwent? Was ist es das, was ihr haben wollt? Turniere, egal. Was habt ihr für Voraussetzungen an die Erweiterung und vor allem, wie sieht es bei euch mit diesem E-Sports-Bereich aus? Interessiert er euch? Ist der, findet ihr auch in der letzten Zeit immer so ein bisschen irrelevanter geworden für euch? Interessiert euch gar nicht mehr so kräftig? Schreibt es mir ganz gerne mal in die Kommentare. Ich würde es ganz gerne lesen. Ich würde es auch vielleicht ganz gerne weiterlegen, was vielleicht so der Großteil der Leute sich von Gwent wünschen würde. Und ja, ich verabschiede mich damit. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Jetzt habe ich das Rinnen auf den Tisch geklopft. Morgen geht's weiter mit, ich habe keine Ahnung was. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir eure Meinung da. Und wir sehen uns. Und vergesst den Community-Discord nicht. Bis dann, haut rein. Und ciao. Katzen. Die lag die ganze Zeit auf dem Tisch. Aber sie war ruhig. Schwänzchen. In the game of kings, one must remain vigilant. Lest lesser men take advantage. My advisors speak of strategy like chess. Yet beasts need no such thing to dominate. We must invest in our arms and capabilities. Or see our strategy fail unfairly. Our foes will not hesitate to bear their full strength. And neither should we bow before your rightful king.